So, das Beispiel zur Monotonie, also bezogen auf Folgen natürlich, nicht auf Funktionen. Ich habe die Folge a Index n gegeben über 1 durch n plus 1 plus 1 und n ist Element aus den natürlichen Zahlen. Somit kann ich den direkten Nachfolger bestimmen. A Index n plus 1 ist gleich 1 durch n plus 1 plus 1 plus 1. Ja, die zusammenfassen ist n plus 2. Ne? Gut, n plus 2. Jetzt könnten vier Fälle auftreten, wie diese Folge sich verhält. Nämlich a Index n plus 1 größer als a Index n, streng monoton wachsend. Oder a Index n plus 1 größer gleich a Index n, monoton wachsend. Oder aber a Index n plus 1 kleiner als a Index n, streng monoton fallend. Oder a Index n plus 1 kleiner gleich a Index n, monoton fallend. Gut, also man lässt demnach so eine Ungleichung erstmal außer Acht. Man weiß nicht, wie es sich verhält, aber was man hier umformen kann, ist doch sicherlich a Index n plus 1 minus a Index n größer 0. Ne? Analog die anderen. Es lassen sich andere Darstellungen erhalten, die sich auf diese untere Grenze beziehen, auf die 0. Also schreiben wir das schnell noch ab. Und das wird jetzt verwendet, denn man kann doch hier sehen, dass die Seite immer gleich ist, egal auf welchen Fall ich mich beziehe. Also fange ich auch so an. Ich ziehe von meinem n plus 1 das a-Index nte Glied ab. Also das bedeutet a n plus 1 minus a n. Also wir haben ermittelt 1 durch n plus 2. Plus 1 minus 1 durch n plus 1 plus 1. Das erledigt sich. Das Minus wird dieses positive Vorzeichen umkehren, negativ, also es fliegt raus. Wir haben demnach 1 durch n plus 2 minus 1 durch n plus 1. Naja, Hauptnenner ist n plus 2 mal n plus 1. Ich kürze das ab, das ist Bruchrechnen. Ich verweise gerne auf die externen Videos zur Bruchrechnung. Ich habe n plus 1 minus n plus 2 im Zähler und jetzt der Hauptnenner. N plus 2 mal n plus 1. Gut, das n hier erledigt sich. Plus 1 und minus 2 ist minus 1. Also habe ich da stehen minus 1 durch n plus 2 mal n plus 1. Naja, und bedingt durch dieses Minus, und der Nenner ist immer positiv, wird praktisch mein Bruch hier immer kleiner 0 sein. Ne? Also ist die Folge, verhält sich streng monoton fallend. Ne? Wir sind in dem Gebiet hier, in dem Fall drin. Gut, dann beende ich an der Stelle dieses Video.